Rubi, was steht denn heute so an? Ich werde jetzt gleich die graue Fläche wischen. Dann habe ich keine Ahnung. Jetzt bin ich wieder kalt erwischt. Zufallswort des Tages. Ja, bitte. Sardellen. Ah, mein Dad isst immer ultra gerne beim, wo ist man das, Griechen? Ich glaube schon. Gibt es immer so frittierte Sardellen. Das fand ich immer sehr bestialisch, weil da kann man immer alles essen dann. So Kopf, Flosse, einfach alles weg. Hey. Daniel, was steht denn heute so an? Laden! Hier laden! Weiß hat sich krank gemeldet, dem geht es nicht so gut. Der hat es ja gestern schon ein bisschen so angekündigt, dass er sich nicht so wohl fühlt und jetzt heute Morgen krank gemeldet. Und jetzt schmeiß ich den Laden bis abends, also eigentlich nur Laden. Und kombiniert mit ein bisschen Büroarbeit. Zufallswort des Tages: Sardellen. Salzig. Sardellenpizza. Sardellen auf der Pizza. Ich finde Sardellen einfach ekelhaft. Riecht sie das? Dieser Gestank. Dieser stinkende Gestank. Der stinkt. Die Sache stinkt. Das sind Sardellen. Was? Sardellen! Ich hab's mal probiert. Ist es okay? Sie dürfen aber nicht so salzig sein, sonst wird's too much, obwohl ich eigentlich echt ein Salzfan bin. Also ich war alles drüber, Salz drüber, auch bevor ich es schon bei den meisten Leuten probiert habe, habe ich Salz erstmal drüber. Ja. Das fällt mir dazu ein Sardellenpizza. Passt eigentlich das zusammen mit deinem Baseballtraining? Ganz gut. Schade, dass keine Ja-Nein-Frage gestellt hast, sonst hätte ich einfach mit Ja oder Nein antworten können. Passt das zusammen? Ja, definitiv. Die Grundübungen sind, da ist die komplette Muskulatur dabei, die du brauchst. Ja? Also wenn du Kniebeugen machst, Kreuzheben machst oder du hast immer einen Rumpf dabei, gerade Baseball ist nicht. Ja. Das ist ein Rotationssportart, da muss man natürlich schon schauen, dass man die andere Rotation mit drin hat. Das hat der Ruppi schon oft erzählt, glaube ich auch. Dass sehr viele Trainer die Schwierigkeiten haben beim Baseball-Pitcher, einfach diese Gegenbewegung einfach auszugleichen. Ja. In Deutschland geht das noch, weil du nicht ganz so viele Spiele hast wie in Amerika. In Amerika sind ja 160 Spiele in der Saison und in Deutschland sind es aber bloß 30 oder 40. Das heißt, da kannst du dagegen arbeiten. Das ist jetzt bei mir nicht so wichtig. Erstens bin ich alt, zweitens bin ich kaputt.
Und drittens... Hast du so viel Erfahrung, dass du eigentlich gar nicht mehr trainieren musst? Nein, darauf wollte ich nicht hinaus. Aber gut, dass das du sagst. Aber darauf wollte ich nicht hinaus, sondern meine Position beim Baseball ist eine, die eigentlich nur für Schlagen zum Beispiel zuständig ist. Das heißt, ich werde keine Schulterprobleme kriegen vom Schlagen. Das heißt, da ist auch wieder individuell verschieden, wie man trainieren sollte, je nach Position. Weil der eine, also wir haben ja, es gibt diesen Fänger, der immer hinter der hinteren Platte sitzt. Und der zum Beispiel muss natürlich um einiges mehr Kniebeugen machen und andere Kniebeugen als die Positionsspieler zum Beispiel. Mhm. Weil die Positionsspieler, die sind mehr basketballathletisch unterwegs. Und der Fänger, der Catcher, der braucht halt eigentlich mehr so eine Low-Bar-Kniebeuge, weil er sehr in Hintern sehr weit hinten hat. Und dadurch eignet sich die Low-Bar-Beuge. Also es ist eine ganz individuelle Sache. Das ist ganz cool. Hallo Martin. Ruppi, hast du dem Martin eigentlich schon von seinen neuen Aufgaben erzählt? Ich mache gerade die Dusche. Das ist meine neue Aufgabe. Das ist aber nicht das, was ich meine. Nee, wir sind nämlich dieses Jahr offizieller Partner bei der Miss Regensburg-Wahl. Oh, okay. Und als Azubi bei uns musst du da natürlich im Tryout mitmachen. Da gibt es ein Casting und... Ja, sehr gerne. Ich finde schon, du solltest da auf jeden Fall dabei sein. Ja, gerne. Ich bin gerne dabei. Kann ja auch noch Miss Bayern mitmachen, natürlich. Ne? Ja, wir gehen schon davon aus, dass du gewinnst. Ja, also, absolut. Wir gehen nicht davon aus, wir erwarten es. Ja. Gehe ich auch davon aus. Also nachdem du es jetzt das dritte Mal runtergeschmissen hast, lass es doch einfach herunten, bis du fertig bist. Ich bin immer so nervös vor Kamera. Sonst noch was, Markus? Eigentlich... der Kamera? Nein, eigentlich wollte ich dir nur sagen, dass du dann... Was macht ihr da ernsthaft? Also, wir sind da offizieller Partner. Okay. Und die Mädels, die dürfen sich bei uns auch vorbereiten dann. Damit sie gut in Shape sind, wie man so schön sagt. Okay. Und ja, du musst am 16.04. Mhm. bist du mit dabei. Ja, gut. Selbstverständlich. Wundervoller Jahrgang. Paradise Disinfection Gel von der Marke CBS. Also schon wirklich sehr gut. 2020er Jahrgang. Nee, aber das ist geil. Wir haben ja mit McWeigel, ich glaube, das ist ja ein offenes Geheimnis, einen Germophobe im Team. Deswegen haben wir hier sowas von viel Desinfektionsmöglichkeiten. Das, ich denke, ihr könnt euch definitiv überall desinfizieren, wo es halt. Sollte man in Zeiten von Grippewellen und so weiter natürlich auch immer machen. Genau, deswegen ist das Ding jetzt alle. Aus Eigenschutz, schon alleine aus Eigenschutz. Schon, aber natürlich auch für andere. Wenn man viel mit Schweiß unterwegs ist, da kann man da natürlich noch mal ein bisschen mehr drauf gucken. Ich meine, allgemein Sportler sind ja ein bisschen besser vom Immunsystem, aber man hat halt so diesen Open-Window-Effekt nach dem Training. Da ist man ein bisschen mehr anfällig, sag ich jetzt mal. Und da sollte man dann vielleicht schon mal schauen. Also, deswegen, das fülle ich jetzt auf bei den Mädels. Radfahren, dann Motorsport, Radsport, nee, also Motorradsport und dann ins Teilboxen rein. Ich weiß gar nicht mehr. Sehr aktiver Mensch, ja. Ich brauche das halt einfach. Ne? Also du willst eigentlich nur dreimal die Woche ins Fitnessstudio und am Freitag ein bisschen ausrasten. Ja. Genau, dass ich ruhig werde. Ja. Das ja. Ich bin nicht so der Tablettentyp, ich bin eher so. Ich wollte gerade sagen, ich bin der Stimmetyp. Doch, Kleber, ja. Also kannst du auch so einen Arbeitssatz einfach mal, damit ich ungefähr einen Pfeil habe. Was willst du wissen? Satz? Ja. 5x5? Was? 5x5? 5x5, ja. Mit? Aber ich mache auch diesen Dings, wie heißt das auch wieder zurück? Ich gebe 5 hoch und dann gehe ich wieder. Pyramide, ja. Also Pyramide halt, ne? Mhm. Auf 100, 120. Mhm. Ja, also Knieverletzung gar nichts mehr, ne? Ja. Calcium. Okay. One Rep Max oder was? Wenn du es hast. Ja, schon. Einmal 185.
Bankdrücken, was ist? 105 oder 110. Du hast praktisch einen sehr physischen Job und du hast halt eben darüber eigentlich schon dein Volumen sozusagen drin. Was wir jetzt bei dir machen können, ist eben, dass man eher versucht, in niedrigem Wiederholungsbereich zu trainieren, dass du halt stärker wirst. Und dann wirst du halt allgemein da wahrscheinlich stärker und durch deine Arbeit halt das Volumen mit reinbekommen. Und also wir wollen da, müssen mal halt gucken, dass wir dich nicht zu sehr ins Ausschießen. Wenn ich dir jetzt da irgendwie 10x10 über Kopf drücken mit aufschreibe, dann kannst du in der Arbeit deine Hände nicht bewegen. Weil dann verdiene ich jemanden. Genau. Da muss man eben Rücksicht drauf nehmen. Deswegen würde ich da jetzt eher sagen, okay, über Kopf drücken würde ich dann auf jeden Fall mit reinnehmen, aber halt eher um die Bewegung zu schulen, um dich stärker zu machen, dass du in der Arbeit besser funktionierst. Okay? Ja. Also das würde ich auf jeden Fall machen, auch bei der Kniebeuge, da wirst du wahrscheinlich auch die ganze Zeit in die Hocke gehen müssen und so weiter. Auch da würde ich eben sagen, versuch mal halt das dann ans Wochenende zu koppeln, dass du da eben viel machst und dann eben aus dann eben übers Wochenende regenerieren kannst. Okay? Gut. Jawohl. Einschränkungen und Krankheiten in irgendeiner Art und Weise.